Dennis Frank ist Auszubildender in der Fahrradwerkstatt R18 in Milbertshofen. In seiner Schulzeit wurde der 19-Jährige gemobbt. Seinen Abschluss hat er nicht geschafft und dann ist er auf die schiefe Bahn geraten. Über die Jugendhilfe hat er die Ausbildung in dieser besonderen Werkstatt bekommen. Jugendliche, die sonst keinen Ausbildungsplatz finden, haben hier die Möglichkeit, Zweiradmechaniker zu werden, so wie Dennis. Man kommt hierher, man wird aufgenommen, so wie man ist, ob man irgendwas hat, ob man keine Wohnung hat, ob man keine Familie hat oder sonst irgendwas. Man kann hierher kommen und man kriegt quasi einen Job, man kriegt ein Dach und man bekommt einfach die Möglichkeit, dass man was erreichen kann, dass man einen Abschluss bekommen kann. Die Zukunft der Ausbildungsstätte steht aber auf der Kippe. Ende des Jahres läuft der Mietvertrag aus, das Gelände soll dann abgerissen werden. Werkstattleiter Fritz Winbeck ist beunruhigt. Ich denke, dass natürlich die erste Konsequenz für unsere jungen Menschen wären, die verlieren eventuell ihren Ausbildungsplatz. Ja, das ist natürlich große Ungewissheit. September fängt das neue Ausbildungsjahr an. Manche sind im Moment in der Ausbildung. Was passiert mit denen? Ja, es gehen natürlich Stellen vom Fachpersonal verloren. Ich bin hier jeden Tag gerne und auch allein schon die Mitarbeiter, die nehmen mich jeden Tag so, wie ich bin. Und wenn der halt zumachen würde, wäre für mich innerlich schon sehr traurig. Die Linken im Stadtrat setzen sich jetzt mit einem Antrag für den Erhalt der Werkstatt ein. Die Forderung? Eine bezahlbare Ersatzgewerbefläche finden. Weil wir glauben, dass die R18 einfach für das Viertel eine wichtige Institution ist. Und wir glauben, dass sozusagen das so ein soziales Projekt in München erhalten wird. Wir brauchen irgendwo im Stadtteil möglichst was. Ja, wobei uns klar ist, wenn wir ganz viel Glück haben, bleiben wir im Münchner Norden irgendwo, aber wir suchen stadtweit. Ja. Und das ist einfach die Herausforderung, was zu finden, das auch für uns dann passt. Auch das Sozialreferat will die Werkstatt unterstützen. Wir halten R18 für ein sehr gutes Angebot und unterstützen das Angebot auch sehr gerne. Wir hoffen, dass die Raumfrage schnell geklärt und geeigneter Ersatz gefunden werden kann. Wer Ideen oder sogar ein Gebäude hat, der kann sich gerne bei der Werkstatt melden. Mehr Informationen gibt es auf unserer Internetseite unter münchen.tv.